Jetzt hier erstmal Schürle, 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 Schürle! Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge FIFA Ultimate Team. Ja, wir haben 2-4-3 Stats. Ich habe gerade ein bisschen gespielt, als ich das Video für heute gerendert habe. Das, was ich jetzt aufnehme, kommt ja erst morgen, weil ich morgen arbeiten bin, dies, das. Ihr kennt das ja. Habe ich ein bisschen gespielt, konnte den Abstieg noch nicht ganz verhindern, aber wenn ich jetzt gewinne das Spiel, dann habe ich ihn verhindert. Ich muss aber auch gewinnen. Das ist halt die Crew an der Sache. Ich nehme auch das Premier League Team, ihr seht hier noch genug Fitness eigentlich. Aber ich dachte mir, besser volle Fitness ist immer besser, wenn man da voll durchpowern kann. Da nehmen wir hier so eine silberne Fitness mal. Schadet ja nicht. Zack, starten wir direkt. Da hat einer nur noch einen Vertrag. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Aber ist auch egal, der kriegt ja dann demnächst wieder neue Verträge. Dann gucken wir mal, wer hier drin ist. Betteam CR7. Aber er hat wahrscheinlich keinen Ronaldo. Aber wir werden es sehen, weil er ist drin. Zack, er hat Leverkusen als Trikot. Starten wir direkt, würde ich sagen. FC Kosovo, B-Team CR7, Leverkusen als Trikot. Das Team hat der Shropshire FC genannt. Manager ist ein Engländer. Also ein Premier League-Team, genau. Mit Schürrle unter anderem, mit Koscielny, mit Luke Shaw, mit Petre Cech. Schon ein ganz okay Team. 81 Bewertung nur. 76er hat er da drin als schlechtesten, 77er, Luke Shaw auch nur 78. Also naja, geht auf jeden Fall besser, aber geht auch schlechter, gar keine Frage. 5 Sterne hat er sich geholt, 81 ist ja gerade so, 5 Sterne, 80 ist nur 4,5. Da muss man schon, ja, keine Ahnung. Aber die Teamchemie ist auf 100, von daher ja, wird er wahrscheinlich auf Schnelligkeit ausgelegt sein, vermute ich mal. Besonders vorne drin ist man da ja immer ein bisschen auf die Schnelligkeit ausgelegt. Ich jetzt nicht ganz so extrem wie die anderen immer, wobei ich da natürlich auch drauf achte. Besonders mein Serie A Team ist, glaube ich, relativ schnell. Also ich weiß es nicht. Ja, wenn ihr das Video hier seht, sollte ich hoffentlich schon die Canon Legria Mini haben. Beziehungsweise Canon Legria Mini X hole ich mir wahrscheinlich. Weil ich eigentlich nach der Arbeit morgen zu Konrad fahren will und mir die abholen will. Wenn denn alles gut geht. Ich wollte die per PayPal bezahlen. Da muss halt auch erst dieser Verifikationscode kommen und so. Vielleicht kommt er auch erst übermorgen. Das kann natürlich auch sein. Weil ich mich dann neu angemeldet habe. Und dann dauert es immer ein bisschen, bis das kommt, alles und so. Weil ich mich da irgendwann mal abgemeldet hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war und warum. Aber ich hatte mich mal abgemeldet. Und jetzt kommt da hoffentlich bald dieser Verifikationscode, dass ich da endlich mir das Ding kaufen kann. Weil sonst müsste man erst überweisen und so. Und das dauert immer noch länger. Also, ja, mache ich es einfach so. Weil ich habe auch nach der Arbeit leider keine Zeit, noch Geld abzuholen oder so. Ich wollte direkt zu Konrad und dann kurz, ja, nach Hause danach, weil ich will ja auch irgendwie noch hier Videos für euch aufnehmen und so. Also jetzt noch nicht, morgen wahrscheinlich direkt mit der Canon Legria, sondern halt meine normalen Let's Plays, die ich ja derzeit alle mache. Bin ja wieder bei 3 am Tag angekommen, wie ihr vielleicht gesehen habt, wie ihr sehr wahrscheinlich gesehen habt, wie ihr hoffentlich gesehen habt, besser gesagt. Und ja, die 3 am Tag will ich jetzt auch halten. Und es wird aber schwer, wenn ich hier nur... Oh Gott, jetzt bleibt er stehen. Wenn ich wenig Zeit habe. Deswegen muss ich da auf jeden Fall Gas geben. 3 am Tag ist schon echt, oh, hart. Heute wollte ich noch mindestens ein weiteres FIFA hier nach. Dann noch Minecraft für morgen und Dienstag hoffentlich direkt. Weil dann habe ich ein bisschen Puffer, wo ich dann was aufnehmen kann. Also ich bin da immer lieber ein bisschen entspannter als so hektisch, 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 dass ich nach Hause komme, oh, ich muss ja noch 3 Folgen aufnehmen oder so. Besonders, weil ich hier auch die Woche ein paar Überstunden ranklotzen will, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, wenn ihr meine alten Videos verfolgt habt, damit ich am 22. mir freinehmen kann.
Muss ich noch ein bisschen ranklotzen auf jeden Fall. Zack, jetzt hier erstmal Schürle, 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 Schürle! Mit dem 1:0 in der 20. Spielminute. Werden wir hier den Nichtabstieg schaffen? Werden wir den Abstieg verhindern? Besser gesagt, Nichtabstieg schaffen hört sich immer so kacke an. Werden wir den Abstieg verhindern? Hoffentlich, hoffentlich. 1:0 steht hier schon. Die Karten liegen auf meiner Seite derzeit. Jetzt muss er natürlich hier nachziehen und demzufolge dann ein bisschen offen machen vielleicht. Vielleicht braucht er ja auch noch einen Sieg dringend oder so. Wenn es jetzt nicht so dringend ist, wenn es jetzt gerade mal das erste Match oder so ist, dann ist es ja meist so, dass man dann nicht so extrem viel Gas gibt. Aber wenn es das letzte Match ist, dann ist man jetzt schon ein bisschen nervöser, schaltet jetzt schon ein bisschen offensiver vielleicht oder so. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Man kennt das ja, ich bin jetzt auch ein bisschen angespannter, als wenn es das erste Match ist. Gar keine Frage. So ist das halt, ne? Wenn man hier FIFA spielt. Oh, da komme ich noch so eben mit dem Fuß dazwischen. Oh Mann, oh Mann. Zack, komm rüber, jawohl. Ah, da komme ich nicht durch und Lukaku setzt da nicht nach. Hätte Lukaku nachgesetzt, dann wäre es das vielleicht gewesen für ihn. Ja, was gibt's sonst so Neues? Ich habe mir mal überlegt, nächstes Jahr so eine kleine Foto-Challenge für mich selbst aufzurufen, dass ich mal ein bisschen mehr mit meiner Canon fotografieren gehe auch. Weiß noch nicht, ob ich das so zeitlich alles schaffe, aber ich habe mir da schon so einen kleinen Plan gemacht, zumindest in meinem Kopf. Ausgefertigt habe ich ihn noch nicht, was ich alles fotografieren will. So, ja, mehr oder weniger Challenges. Würde ich das mal nennen. Halt irgendwie Zootiere beispielsweise oder keine Ahnung, all sowas halt. Ich habe mir ein paar Dinge schon ausgedacht im Kopf, die es jetzt schlecht ist, so auszuformulieren. Unter anderem wollte ich mal wieder der Zeche Zollverein einen Besuch abstatten, diesmal nicht mit dem Fahrrad. Mein letzter Besuch bei der Zeche Zollverein hat ja nicht ganz bis zur Zeche Zollverein gereicht, sondern eher bis zum Krankenhaus, was da in der Nähe ist. Weil ich kurz vor der Zeche mir, ja, mit dem Fahrrad zwischen die Straßenbahnschienen gekommen bin. Und das ist nicht so gut ausgegangen für mein Handgelenk. Oh, der geht knapp vorbei. Da war ich ja 6 Wochen nicht wirklich produktiv auf diesem Kanal auch. Habt ihr vielleicht, wenn ihr mich damals schon abonniert hattet, mitgekriegt. Ist ja schon Weilchen her, war im August war das. Genau einen Tag nach meinem Geburtstag war ich wieder auf der Arbeit. Das war ganz lustig, also im Anfang September. Ich habe ja am 7.9. Geburtstag und einen Tag später, also am 8.9., war ich wieder auf der Arbeit. Oder? War der 7.9. ein Sonntag? Ja, ich glaube schon. Oder das Wochenende danach. Auf jeden Fall kurz danach war ich wieder auf der Arbeit. Das war ganz cool, dass ich dann endlich wieder arbeiten konnte. Oh, da komme ich nicht vorbei. Schade, schade. Wischer jetzt hier. Komm, Wischer. Komm, komm, komm. Jawohl, da ist die Bude. Koscielny. Mit dem 2:0. Jawohl. Geht doch, ey. Geht doch, geht doch, geht doch. 2:0. Das Ding lassen wir uns jetzt hoffentlich nicht mehr nehmen. Ja, er schießt von da. Da hat der Keeper nur kleine Probleme. Er hat ein paar Probleme, aber nicht so wirklich extreme Probleme. Oh, jetzt leckt's. Es leckt! Es leckt, Schiri! Es leckt! Oh, zum Glück geht der nicht rein, ne? Da hing das eine ganze Zeit. Aber jetzt der Nachschuss. Aber kein Problem. Mignolet kann den Ball festhalten. Das ist immer die Höchststrafe für den gegnerischen Angreifer, wenn der Torwart den Ball festhält. Jetzt schicke ich hier Lukaku. Komm. Lukaku, geh vorbei. Oh, Schiri, der wird geblockt! Oh, der geht nicht rein. Petr Cech ist zur Stelle, kann den Ball ohne Probleme abfangen. Oh Mann, schade, schade. Komm jetzt, jawohl. Oh, da ist er nicht außen. Ich hatte gehofft, Jesus Navas ist ein bisschen weiter außen unterwegs gerade. Aber jetzt erstmal der Halbzeitpfiff. Wir führen mit 2:0 zur Halbzeit gegen FC Kosovo. Hier sehen wir nochmal das Tor von Schürrle zum 1:0 war das in der 20. Minute. Und hier das von Koscielny zum 2:0 in der 41. Minute. Ja, läuft bisher, würde ich sagen. Läuft bisher.
kann natürlich immer besser laufen, aber so ist auch ganz okay bisher. 2-0 kann man mit leben zur Halbzeit. Da wollen wir jetzt natürlich noch eine Schippe drauflegen. Als Ziel würde ich jetzt einfach mal 5-0 ausrufen. Einfach um mein Ziel genannt zu haben. Nicht, weil ich das wirklich schaffe. oh Gott, ja, da hat er wieder den Ball. Zack. Oh, komm, jawohl. Zack, zack. Ah, ja. Ah, geh doch vorbei. Ah, da geht er wieder nicht vorbei. Ah, ja, da hat er ihn, glaube ich, im Abseits, ja. Ja, das war Abseits. Klare Abseitssituation, muss man einfach so sehen. Oh, der Ball kommt sogar an. Hätte ich nicht gedacht. Oh, kommt der an? Schiri! Oh, wow, da steht der blank. Wischer mit dem 3-0. Da dachte ich mit Lukaku, probier's einfach mal in die Mitte zu passen. Und dass Petre Cech dann so passiv war und Wischer da so blank steht, damit hätte ich nicht wirklich gerechnet. Aber so war das halt. Von daher kein Thema, kein Thema. Der Ball war im Netz. Alles easy, alles schneezy, peasy. 3-0. Oh, krieg ich den? Oh, was macht mein Keeper da? Aber es gibt Abstoß. Oh Mann, ey, da wäre mies gewesen, wäre Sturridge da einfach durchgelaufen. Das wäre echt nicht so schön für mich. Für den Gegner wäre es schön gewesen, aber nicht für mich. Ah, der war zu steil gespielt auf Lukaku. Oh, was mache ich da mit der Grätsche? Weiß ich selber nicht so genau. Das ist immer das Geilste, wenn man selber nicht so genau weiß, was man macht. Zack. Ja, da hat er es geahnt, was ich vorhab, aber er konnte mich nicht stoppen und jetzt immer noch nicht. Komm jetzt. Komm, Wischer. Komm, zieh. Oh, warum machst du einen Trick? Warum machst du einen fucking Trick? Das gibt's doch nicht, ey. Freunde, Freunde, Freunde. Da macht er irgend so einen Trick und verliert deswegen den Ball. Aber ich führe immer noch 3-0, von daher kein Thema. Alles noch locker flockig hier. Oh, Schiri. Da muss man auch mal pfeifen einfach. Da musst du die Pfeife mal in den Mund nehmen. Jetzt sehen wir hier wieder Abseits. Klare Situation. Hä? Oh, mein Stick hing gerade ein bisschen. Da dachte ich so, hä? Das habe ich doch gar nicht geprüft. Ja, ich bin auch so ein Risikolieber hier scheinbar. Oh ja, jetzt ist er durch. Schießt, aber er schießt genau den Torwart an, Mignolet. Muss dann mehr oder weniger nur stehen bleiben, die Beine zumachen. Dann hat er den Ball. Ah, ich wollte ganz nach außen. Ah, jetzt komme ich da natürlich nicht mehr hin. Und das wäre auch Abseits gewesen, von daher. Ah, auch der passt wieder ungenau. Da reihen sich jetzt hier die Ungenauigkeiten langsam ein. Da sind wir in der 63. Minute und alles voller Ungenauigkeiten bisher. Oh, komm. Ja, auch da wieder. Nimm doch den Ball vernünftig an. Nimm doch den Ball vernünftig an. Oh, da gibt's fast das Gegentor, ey. Das gibt's halt auch wieder nicht. Zack. Komm jetzt aber. Schürrle, komm. Zieh, 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 zieh. Ah, kriegst du nicht. Aber Lukaku. Lukaku nach außen. Auf Navas. Navas lässt zwei austanzen. Navas. Oh, vorbei. Vorbei, vorbei, meine Freunde. Schade, schade. Walker jetzt für ihn. Salah. Ah, schade, komme ich nicht ran. Aber da habe ich ihn kurz. Kein Abseits. Jetzt hier Doppelpass. Schürrle wieder. Schürrle in der Mitte. Schürrle! Ja, das gibt Elfmeter. Das gibt Elfmeter, meine Freunde. Klares Foul an Schürrle da. Das muss einfach Elfer geben. Gibt es noch eine Karte? Nee, es gibt keine Karte. Schürrle jetzt gegen Cech. Schürrle. Schürrle. Der kommt gut. Schürrle. Schürrle mit dem 4-0 in der 70. Spielminute. Vielleicht geht ja doch noch das 5-0. Habe ich ja als Ziel gesetzt. Wenn ich das schaffe, dann habe ich 1000 Abos verdient. Nein, also wäre schon nice, wenn ich es schaffe, aber ich will mir jetzt hier keine Abos erschnorren, deswegen. Zack, komm. Jawohl. Zack, doppel. Jawohl. Zack, nach außen. Komm. Ah, da geht er zu weit nach außen. Und er geht dann auch mit dem Kopf hin und nicht mit dem Fuß.
Das habe ich mir schöner vorgestellt. Hätte Lukaku vielleicht auch selber regeln können. Aha, schade. Komm, ah, krieg ich nicht. Jetzt hat er auf offensiv gestellt. Man merkt's. Komm nach außen. Ja, da hat er keine Chance. Da hat er keine Chance, meine Freunde, an den Ball zu kommen. Der Ball war auch einfach ungenau gespielt, aber ich bin auch einfach zu gut da. Ja, da komme ich nicht rum. Komm jetzt. Philippe Luis, jawohl. Zack. Zack. Oh, warum nicht zu dem? Oh Mann. Wie komme ich überhaupt auf Philippe Luis? Philippe Luis ist beim Gegner. Ich gucke gerade voll auf der falschen Seite. Ist mir gerade so aufgefallen. So, hä? Philippe Luis? Den habe ich gefallen. Oh, schade. Wäre der direkt weitergeleitet worden von Schürrle. Also wurde er, aber wäre der angekommen dann auch? Das wäre geil gewesen. Oh, da macht er das 4-1. Ey, Mann. Ausgerechnet Schürrle, den ich ja auch habe. Mann. Ärgerlich. Ja, aber machst du nix, Freunde. Kassier ist halt einfach so das Tor. Oh Mann. Ärgerlich. 80. Spielminute. Aber ich will wenigstens noch das 5. Komm jetzt hier irgendwie durchlaufen einfach. Dann flanken. Und in der Mitte steht halt einfach kein. Da steht halt einfach kein einziger Gegner, kein einziger Mitspieler. Deshalb klappt es auch nicht wirklich, da irgendwie eine Bude zu machen. Aber jetzt nur keine mehr kassieren! Oh, da sendet sich ihn, glaube ich, im Nachhinein noch um. Es gibt aber Abstoß und nicht mal eine gelbe oder so. Von daher, MP. Zack, jetzt den Ball einfach nach vorne, aber so sinnlos nach vorne. Das war wieder nicht gut gemacht. Ah, da komme ich nicht durch. Wenn ich da durchkomme, ne? Das wäre nice gewesen. Jetzt aber vielleicht, komm. Coutinho! Ah, Coutinho ist halt auch schon zu langsam, wie man sieht. Der ist halt groggy. Der ist richtig geschafft. Wovon auch immer. Ich habe den hier in dem Spiel bisher noch nicht wirklich gesehen in Aktion. Aber naja, so ist das halt mit den Spielern. Ne? Manchmal sieht man sie das ganze Spiel nicht. Aber sie stehen halt dann einmal richtig und dann war alles gut. Wenn sie dann nicht einmal richtig stehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Jetzt hier der Lupfer. Oh, schade. Das wäre es natürlich gewesen, wenn Schürrle den jetzt macht. Jetzt Fabregas aus der zweiten Reihe. Oh, was ein Schuss. Aber Pietre Cech reißt da noch die Arme hoch. Jetzt die Ecke. Komm. Ah, komme ich nicht ran. Schürrle vielleicht aus der zweiten Reihe. Schürrle mit der Flanke. Schürrle auf Lukaku. Aber Lukaku kommt auch nicht ran. Jetzt probiert er hier zu kontern. Aber ich bin zur Stelle. Und rette da. Und das Spiel ist aus. 4-1. Den Abstieg verhindert, meine Freunde. Sehr, sehr nice. Münzen gibt es dafür auch bestimmt ordentlich. Schauen wir mal rein, wie viele es gibt. Es gibt 6727 Münzen. Und das soll es dann mit der heutigen Folge auch wieder gewesen sein. Schaltet morgen wieder ein, wie immer. FIFA Ultimate Team um 20 Uhr. Guckt auch bei meinen anderen Let's Plays vorbei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Haut rein. Ciao.